Womit habe ich die verdient? Du bist meine Ischi. Hallo und zurück zu einem neuen Vlog aus Cannes. Und hallo von Shanti. Yeah. Ja, wir befinden uns gerade in Cannes. Und zwar geht's heute für uns auf ein Event. Lena Gerke launcht nämlich heute eine Kollektion zusammen mit About You. Und zwar ist die inspiriert von der Côte d'Azur. Deswegen sind wir auch heute in Cannes und ich freue mich schon total. Bin auch schon gespannt, die Teile nochmal in live zu sehen. Wir konnten ja schon so ein paar Einblicke bekommen. Und es ist echt richtig viel Schönes dabei. Ich zeige euch das später nochmal. Auf jeden Fall haben wir uns schon fertig gemacht und gehen gleich frühstücken. Und dann geht's später zum Event. Wir sind gestern schon angereist und hatten einen richtig schönen, entspannten Tag. Cannes ist einfach so traumhaft und es ist auch mal cool, wieder so ein bisschen von meinem Uni-Zeug wegzukommen. Kleine Auszeit. Und ja, ich freue mich auf später und nehme euch so ein bisschen mit. Und würde sagen, yeah, bis dann. Okay, wir sind jetzt bei der Location angekommen und es ist so schön. Ich zeige euch das mal. An alle, die das heute hier auf die Beine gestellt haben. Natürlich mein allererster Dank an About You. Vielen, vielen Dank. Ich zeige euch mal meine Lieblingskleider. Und zwar, was ich geil fand, dieses Top. In Kombination mit der Hose. Das habe ich auf einem Foto gesehen. Und da. Moment. Ich stoppe. Jedes Mal. Ups. So ein richtig geiles Oversize-Tent. Und dann so ein bisschen locker da drüber. Sehr geil. Was ich auch richtig schön finde, sind hier die Bikinis und Badeanzüge. Der ist geil. Schön. Ich finde, das Thema mit der Côte d'Azur wird auch richtig gut getroffen. Also dieses Elegante und dieses Leichte. Aber trotzdem ist halt noch so dieses Lästige von Lena mit drin. Das Legere. Leger. Versteht ihr? Ich habe sie euch auf jeden Fall einmal in der Infobox verlinkt, falls ihr euch die nochmal genauer ansehen wollt. Ich habe auch, glaube ich, einen Rabattcode für euch. Den schreibe ich euch auch gerne nochmal rein. Also wenn ihr irgendwas shoppen wollt, dann schlagt gerne zu. Shantis Outfit ist übrigens auch meine Kollektion. Das Hemd ist richtig geil. Wir machen gleich nochmal einen Beauty-Shot davon. Yeah. Hallo und zurück zu einem neuen Tag. Ihr seht, ich bin auch schon wieder zu Hause. Das Event gestern war richtig schön. Und jetzt bin ich wieder in meinem Alltag und gehe wieder in meine alte Routine. Heute steht wirklich eine Menge an. Ich hoffe, ich schaffe alles, was ich mir vorgenommen habe. Ich gehe jetzt gleich erstmal zum Sport, wie ihr sehen könnt. Und da werde ich euch so ein bisschen mal mitnehmen, aber nicht besonders viel, weil ihr habt bereits auf Instagram darüber gesprochen. Also erstmal vorab, falls ihr mir auf Instagram gar nicht folgt und jetzt gar keine Ahnung habt. Ich habe vor kurzem mit Personal Training angefangen und da habe ich euch vor allem in meiner Instagram Story mitgenommen. Also wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann folgt mir da gerne, weil da zeige ich euch immer so ein paar Einblicke.
Und außerdem drehe ich gerade an einem etwas anderen Vlog. Und zwar an einem Vlog, der jetzt so über die nächsten 2 Monate geht. Und wo ich so euch so ein bisschen bei meiner Entwicklung mitnehme, was sich so verändert seit dem Personal Training und so. Und ja, deswegen werde ich euch jetzt in diesem Vlog nicht so viel mitnehmen, aber kleiner Einblick, kleine Vorschau, kleine Sneak Peek, ein kleiner Vorgeschmack. Okay, das reicht. Ansonsten muss ich heute hier ganz viel putzen und aufräumen. Ich habe später noch einen Termin, auf den ich mich sehr freue, aber dazu später mehr. Und noch ein paar andere Sachen muss ich erledigen. Und ja, ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu reden, damit ich anfangen kann, produktiv zu sein. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Ihr seht, ich habe mich bereits frisch gemacht und habe vorhin schon so ein bisschen was für die Uni gemacht, aber habe jetzt nicht so viel geschafft. Ich muss jetzt ehrlich gesagt ein bisschen meine Wohnung aufräumen und heute muss eigentlich auch alles ein bisschen geputzt werden, weil morgen ein Kumpel von Tommy hier schläft und ja, das will ich hier niemandem zumuten. Auf jeden Fall, was heute noch ansteht und worauf ich mich total freue, ist eine Besichtigung. Ich werde später eine neue Wohnung besichtigen und ich hoffe einfach so, dass sie so ist, wie ich es mir vorstelle. Es ist einfach so unglaublich schwer, in Berlin eine Wohnung zu finden. Vor allem, ich habe jetzt auch so genaue Vorstellungen und ich meine, Wohnungen werden immer teurer hier. Und wenn man da schon so Ansprüche hat, dann kann man es komplett vergessen. Ich suche vor allem nach einer größeren Wohnung. Weil, also ich wohne hier auf 38 Quadratmetern und das ist an sich, finde ich, vollkommen ausreichend für eine Person. Aber ich merke langsam einfach mit meinem ganzen Zeug und so, beziehungsweise ich merke es eigentlich schon richtig lange, es belastet mich so langsam, weil meine Wohnung immer chaotisch ist. Die ist immer unaufgeräumt, obwohl ich jeden Tag aufräume, weil einfach nicht alles seinen Platz hat in der Wohnung, weil ich einfach nicht mehr genug Platz habe. Deswegen wollte ich eigentlich schon länger umziehen. Aber es stand schon fest, dass ich in diesem Jahr umziehen werde, weil im Oktober Tommy auch nach Berlin kommen wird. Und ja, deswegen wird das im Grunde unsere gemeinsame Wohnung. Und auch die Wohnung so, die letzte Wohnung, die wir hier in Berlin haben werden. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Wohnung genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Und es ist einfach so schwer. Und ich habe immer, also, ich habe Anfang des Jahres eine Wohnung besichtigt und das war meine absolute Traumwohnung und wirklich alles hat gestimmt und dann habe ich sie aber nicht bekommen und ich war wirklich, wirklich traurig. Ja, das ist halt auch dann nochmal eine andere Sache. Ne? Wenn man dann was Gutes gefunden hat, dann heißt es ja nicht direkt, dass man sie dann bekommt. Und deswegen schauen wir uns heute wieder eine neue an und ich freue mich schon total darauf. Daumen sind gedrückt. Guck mal, wer auch gerade gekommen ist. Aber die sind noch nicht so schön. Die sind noch zu. Die sind erst morgen schön. Boah, so riesig. Ja, die sind so fett. Die werden so richtig dick. Ja. Und womit habe ich die verdient? Du bist meine Ischi. Hi, du siehst so süß aus. Okay, so wir sind jetzt auch schon bereits unterwegs. Also Tommy ist heute extra gekommen für die Besichtigung. Ich freue mich total, weil die letzte Besichtigung habe ich mir dann halt alleine angeguckt, weil ich es da nicht geschafft hatte. Und natürlich hätte er aber auch ein gewisses Mitspracherecht. Ich darf auch was sagen. Ja. Nee, also es muss uns natürlich beiden gefallen, aber die letzten Male meinte er halt so, ja, ich vertraue dir, wenn es dir gefällt, dann wird es mir wahrscheinlich auch gefallen. Aber heute wollten wir uns die mal zusammen angucken, weil ich habe irgendwie ein richtig gutes Gefühl. Und deswegen direkt zusammen. Das macht dann auch nochmal guten Eindruck, wenn man direkt ins Pärchen hingeht. Und ja, wir fahren jetzt hin. Und ich würde sagen, ich melde mich dann danach bei euch. Okay, Leute, wir sind jetzt raus und ich bin irgendwie richtig fertig, weil die Wohnung war einfach perfekt. Also für mich gibt es da eigentlich keinen Nachteil. Und
Und ja, ich war aber die ganze Zeit schon so richtig nervös, weil ich mir so dachte, ich will die Wohnung jetzt haben. Und da waren aber so viele andere Interessenten noch. Also wir haben uns mehrere Wohnungen mit verschiedenen Schnitten angeguckt. Die haben halt noch ein paar Wohnungen jetzt frei. Aber die werden auch direkt weg sein. Also da bin ich mir sicher. Und wir werden jetzt nach Hause fahren und ich werde direkt die Bewerbung abschicken, weil ich hatte eigentlich schon Unterlagen mitgebracht. Weil manchmal kommt das ja dann ganz gut an, aber ganz viele wollen ja mittlerweile kein Papierkram mehr. Deswegen meinte er auch alles per E-Mail. Und das machen wir dann gleich direkt. Und dann hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich eine Zusage bekommen. Da war auch eine Wohnung, haben wir uns auch noch angeguckt, das war eine Penthouse-Wohnung und die wollte Tommy unbedingt, weil die hat so eine krasse, die hatte so einen krassen Balkon mit so einer heftigen Aussicht. Die hatten zwei, das waren zwei so Riesenbalkone, die einfach ja, um diese aber, ganze Wohnung rumgehen. Ja, das braucht man nicht, das war wirklich, also die Balkone waren viel zu riesig. Ja, das braucht echt kein Mensch, aber das sah aber so geil aus. Aber der eine Balkon war richtig geil mit der Aussicht, nur das Ding ist, die kostet halt einfach mal 500 Euro mehr als die andere. Und dann denke ich mir so, nee, also für eine geile Aussicht zahle ich nicht 500 Euro mehr. Und die hatte eine geilere Küche. Ja, okay, die Küche war, die hatte nämlich so eine Kücheninsel. Das war schon richtig nice, ja, aber... das war, die ist echt teuer gewesen. Das ist uns doch ein bisschen zu teuer. Also, klar, wir wollen was Schönes haben, aber sowas Übertriebenes brauchen wir jetzt nicht. Jetzt nicht. In der Zukunft. Irgendwann bauen wir sowas. Genau. So, ich mache jetzt übrigens Essen. Und zwar gibt es heute mal wieder Nudeln, aber mal andere Nudeln. Und zwar habe ich letztens Nudeln aus Linse und Kastanie gekauft. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Also Linse kann ich mir nicht ganz gut vorstellen, dass es gut schmeckt. Aber Kastanie bin ich mir noch unsicher. Aber ich dachte mir, wir probieren einfach mal was Besseres aus. Ah, die brauchen nur 6 Minuten zum Kochen. Oh, okay, gut zu wissen. Dann muss ich den Rest jetzt schon mal vorbereiten. Ich mache nämlich wieder One-Pot-Nudeln. Okay, so sieht das jetzt aus. Die Nudeln sind ziemlich braun. Ich habe das nach meinem typischen One-Pot-Gericht gekocht, also was ihr auf Instagram unter meinen Food-Highlights findet. Und ich habe jetzt noch nicht probiert, also ich weiß auch nicht, ob die jetzt richtig durch sind. Ich hoffe es mal. Ich bin gespannt, wie die jetzt schmecken. Okay, Tommy probiert schon. Schmeckt lecker. Sind das Nudeln? Ist da... Linse und Kastanie. Sonst ist da nichts drin. Glaube ich nicht. Ich finde auch, dass es gut schmeckt. Also ich finde, man schmeckt halt nicht so einen krassen Unterschied. Nee. Nur die Konsistenz ist ein bisschen anders, ne? Mhm. Aber ist lecker. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, die Nudeln sind jetzt zwar gesund, aber die Soße ist alles andere als gesund. Ja, aber dafür... Lass mal schön Sahne reingehauen. Aber man muss sich ja langsam rantasten. So Leute, wir liegen auch schon im Bett, haben gerade noch ein bisschen Serie geschaut. Und jetzt gehen wir auch schon gleich schlafen. Es ist jetzt gleich 22:30, ist schon ganz schön spät. Auf jeden Fall muss ich die ganze Zeit nur an die Wohnung denken. Ich bin bei sowas richtig, richtig schlimm. Also ich mache mir dann direkt so krasse Hoffnungen und denke da die ganze Zeit dran und stelle mir schon vor, wie ich sie einrichten würde und so. Und bei der letzten Wohnung, in die ich mich so verliebt hatte, musste ich 2 Wochen damals auf eine Rückmeldung warten. Und das waren wirklich so schlimme 2 Wochen für mich, weil ich an nichts anderes gedacht habe und ich wirklich so dran geglaubt habe, dass wir die kriegen. Und deswegen habe ich diesmal auch nicht so krasse Hoffnung, aber irgendwie gleichzeitig wünscht man sich ja trotzdem, dass es klappt. Und das Gute ist, dass er meinte, dass er einem schon sehr schnell Rückmeldung geben wird. Also ich glaube, so übermorgen oder so müssten wir ja schon eine Antwort haben vielleicht. Ich glaube, morgen. Morgen schon? Ja, übermorgen ist Samstag. Er meinte, der will das morgen abarbeiten und dann haben wir die Antwort morgen Abend oder so. Das wäre crazy. Aber wisst ihr, da waren ja mehrere Menschen bei der Wohnungsbesichtigung. Und ich weiß nicht, wonach er dann aussucht. Er wird wahrscheinlich ein bisschen gucken, was die Leute alle machen. Und dann wird er auch ein bisschen gucken, wer als erstes da angefragt hat für die jeweilige Wohnung. Ja. Und da war ein Typ,
als wir in der Wohnung waren, die wir gerne haben wollten, da war ein Typ, der hat gesagt, okay, ich melde mich per Mail, und dann ist der abgehauen und wir waren dann noch eine Stunde länger da. Ja, also wir haben uns halt verschiedene Wohnungen angeguckt und er ist direkt nach der ersten gegangen, so als wäre es schon klar, dass er die dann bekommt. Ja, es war so ein Anzugtyp. Das waren generell alles so erwachsene Menschen irgendwie und wir waren... Ja, also wir waren die Jüngsten und da waren halt auch so Familien, so mit so einem Kind und so. Und ich glaube schon, dass die das ein Pluspunkt ist. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche es mir einfach so sehr, also unabhängig jetzt davon, dass Tommy dann auch nach Berlin kommt und wir auch was Größeres brauchen, will ich schon so gern, schon so lange in so eine größere Wohnung, weil, müsst ihr euch vorstellen, wenn man, ich arbeite ja von zu Hause, wenn man dann so fast die ganze Zeit immer zu Hause verbringt und dann in so einem Chaos ist, wo sich Kisten stapeln und man nicht so, sich so richtig frei fühlt, dann ist das voll belastend so auf Dauer. Beziehungsweise ich habe so das Gefühl, ich kann dadurch nicht so gut arbeiten und dadurch, dass ich jetzt auch noch studiere und eh den ganzen Tag so am Tisch sitze, habe ich das halt so richtig vor Augen. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass ich so ein bisschen mehr Platz habe und so einen Raum, wo ich auch extra, wo ich halt so weiß, da kann ich arbeiten. Und wenn ich nicht in diesem Raum bin, ist sozusagen die Arbeit vorbei, weil hier vermischt sich jetzt halt alles so extrem. Und deswegen haben wir auch viele dann so ein Büro. Aber das macht jetzt in meinen Augen für mich jetzt keinen Sinn. Aber so ein Arbeitszimmer wäre halt schon ziemlich cool. Naja. Ihr werdet auf jeden Fall dann davon erfahren, wenn wir eine Rückmeldung bekommen haben. Und ich denke, wir werden jetzt auch gleich schlafen gehen. Okay, dann hoffe ich, dass der Vlog euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog wieder. Bye!